Hallo und willkommen zurück zu Let's Replay Mafia Uncut. Ohne Musik und mit Blut und Hasse nicht gesehen. Ja, wir waren stehen geblieben, dass wir gerade das Meeting mit Mr. Salieri hatten und wir jetzt die Aufgabe haben, die Rowdies, die sich hier in der Stadt niedergelassen haben, eine Tracht Prügel zu verpassen. So, wir kriegen auch kein neues Auto. Wir müssen den gelben Flitzer nehmen. Ist denn Pauli jetzt schon? Wo ist denn Pauli jetzt? Ach, da kommt er. So. Dann holen wir uns erstmal was zum Prügeln. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Vinny. Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Ah, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Gute Danke, Automatik. Vinny. So. Colt und den Basie. So, und jetzt gehen wir ein paar Rowdies verprügeln. Rowdy, Rowdy Piper. So, dann wollen wir mal. Jetzt müssen wir nach Chinatown fahren. Bin mal gespannt, ob jetzt die Chinatown-Musik kommt. Dreamy, Chinatown. Almond Eyes are braun. Was heißt eigentlich hier, Mandelaugen sind braun? Ja, Shen sagt schon rassistisch. Ich mache schon mal die Box ein bisschen lauter. Mal hören, ob da gleich. Ich glaube aber nicht, dass da was kommen wird. A cappella. Boom. Boom. So. Hören wir mal, ob dieses Lied einsetzt. Müsste jetzt eigentlich ansetzen. Nein, die haben offenbar echt die ganze Musik rausgeschnitten. Nein, ist keine Musik. Na, du alter Fettsack. Oh, wie geht's? Wie steht's, Jungs? Na, du alter Fettsack. Wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist. Dann können wir ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terra Nova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast was gut. Wir müssen los. Klar. Macht's gut, Jungs. Fahrt zur alten Service Station. So, wo müssen wir hin? Da hinten. So. Bolzenholzen. Bolzenholzen. Ich war nie auf dem Bolzplatz. Weil auch nie so wirklich Fußball interessiert bin. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich gucke ja, früher habe ich zumindest noch Länderspiele geguckt, aber selbst die gucke ich nicht mehr. So sporttechnisch gucke ich eigentlich gar nichts mehr. Ergebnisse gucke ich mir wieder vom Fußball, ja. Na du alter Fettsack. So, da werden wir. Ich glaube, wir sind da. Fangen wir an. Denk dran, Tom. Keine Ballerei. So. Hey, Freundchen. Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Ich hab dich mit bloß allen. Du, 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 du. Autsch! Autsch! Autsch!
immer versuchen, hinter die Leute zu kommen. Natürlich muss er aufpassen, wenn man diese Aktion von hinten hier macht. Alter! Pauli, kack mir nicht ab! Alter! So! Alter, wie viel habt ihr aufgetaucht? Endlich tut jemand was gegen diese Schweine! Die Polizei unternimmt nichts gegen sie, weil einer von den Bengeln wohl der Sohn von einem hohen Tier im Rathaus ist! Tja, das soll uns noch ein Zeichen sein. So, ich hole jetzt schon mal Schießeisen raus, weil ich weiß, jetzt wird nämlich geschossen. So, stirbst du mal bitte, danke. Alter, wie viel HP habe ich denn noch, ey? Na komm. Alter, der Pauli ist fast tot, ey. Scheiße. So, jetzt ist da oben einer. Ha, der ist durch Runterfallen gestorben. Okay, das wird jetzt spannend, natürlich. 10 HP nur noch hat der Pauli. Das ist richtig schlecht gelaufen. So, dann wollen wir mal. Einmal rum. Oh, Pusterchen. Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, Scheiße. Schnell, zum Parken. Wir müssen sie kriegen. So, jetzt müssen wir da lang und den Typen hinterher. Es gibt jetzt tatsächlich 2 Sequenzen. Mal gucken, ob ich diesmal die andere schaffe. Eieieiei. Ey, Karamba! Komm, Pauli! Hol sie dir! Hol sie dir, Tiger! Das Problem ist, ich hab halt. Der Pauli hat halt nicht mehr so viel HP. Warum beschleunigt der Wagen so langsam? Also ich halt gut mit denen. Jo. Ich halt gut mit denen. Zack, nächster Pfeiler mitgenommen. Alter, 6 HP hat der Pauli noch. Gut, wir haben es geschafft. Da hält der Wagen jetzt gleich an. Oder auch noch nicht. Bam, 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 bam. Wo fahren wir eigentlich hin?
Da ist eine Wand, Pauli. Irgendwo hier in der Winslet Ave sind wir jetzt gelandet. Warum hält der Wagen überhaupt auf einmal an? Naja, egal. Fahren wir einfach mal hin. Geh und mach ihn fertig. Hast du Mitleid mit ihm, oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran. Neue freie Fahrtoption. Warum ist er so weit nach links geschoben? Der Priester. Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Komm, steig in den Wagen. So, nach der Sequenz mache ich den Schnitt. Ich starte den Timer schon mal neu. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello eingestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weit er gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir jagen den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel. Das heißt, es ist ein Bordell, Tom. Aber kein normales Freudenhaus, sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die genau. Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Hier ist ein Foto von ihr. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Und wie ist der Plan? Es ist das Corleone Hotel, Downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, das soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst und leg dann den Sprengstoff. Für mehr wird die Zeit nicht reichen. Das wird kein Picknick. Ich weiß. Aber wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, sind wir die Nächsten. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück, Tom. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht so huckelig fahren, also nicht so viele Unfälle bauen, weil dann explodiert die Bombe, glaube ich.
So, dann danke ich fürs Zuschauen. Wünsche euch, bis wir uns wiedersehen. Je nachdem, wann ihr seht, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, guten Morgen, schönen Nachmittag. Und bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Tschüss.